Und hier ist ansonsten nur Gebirge. Die Regenkrieger sind da oben. Ja, ich weiß, dass die Pilze aber heute schon lange leer steht. Und zum Glück bin ich mehr als weit genug von den Regenkriegern entfernt, dass beide Frauen nicht wieder auf die Idee kommen. Ah, ja, schlaf mal eine Runde. Mit denen schnacken zu wollen. Ne, schuss da noch ein bisschen weiter. Hm, Straßennetz wird. Okay, hier gibt's nichts. Ah, wir nähern uns den Regenkriegern. Aber ich muss das ja auch mal machen. Zwischendurch immer mal wieder speichern. Weil unser Kundschafter ist ziemlich gut ausgebildet. Wenn wir den verlieren, wäre es doof. Okay, hier sind überall Berge auch im Weg. Und ja, hier geht der Fluss entlang. Was wirklich das Gute an Kaltschoss 1 ist, ist, dass die Feinde nicht wirklich feindselig sind. Also irgendwann auf die Idee kommen, einen anzugreifen. Das war nur in ein paar wenigen Missionen so. Also eigentlich hauptsächlich in der ersten Mission, also in der dritten Mission der Hauptkampagne, wo die Indianer einen regelmäßig angegriffen haben. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Dann mach gleich nochmal neu. Da sind wir bei 28. Und brauchen noch zwei. So, an dem Bärenstrauch können wir noch einmal essen. Oh, da gibt es auch Bären. Oh, sogar sehr viele. So ein bisschen Stein brauchen wir hier noch. Dann können wir Eisen schürfen. Hier liegen auch überall noch Totenschädel rum. Ja.
Okay. Na, noch mehr Bären. Der lagert die ersten Speere ein. Gut. Ihr braucht dann halt nachher auch einen Träger, der hilft, den Speermacher leer zu machen. Das wäre dann einer meiner beiden Bauarbeiter. Hier oben war Gebirge, gell? Ja. Also so wie das aussieht, ist das hier ein ziemlich durchgehendes Felsmassiv. Aber irgendwo da müssen auch die Regenkrieger sein. Ja, Missionen, in denen ich mich nicht so wirklich auskenne. Oh, und unserem Holzfäller wird hier langsam auch das Holz ein bisschen knapper. Also ja, da unten ist noch mehr als genug. Aber hier oben müsste mal wieder welches nachwachsen, ehrlich gesagt. So, nochmal sicherheitshalber speichern. Weil wir bewegen uns wirklich langsam immer mehr näher an die Basis der oder das Dorf der Regenkrieger ran. Ja, Mehl. Mehl und Nahrung im Überfluss. Ja, ja. vierundzwanzig Speere haben wir. Drei werden noch gemacht. Ja, 24. Hm. So, alles angeschlossen, würde ich sagen. Das heißt, unser Steinmetz, sobald er den Stein abgeliefert hat. Wird Eisenschürfer. Nicht Steinmetz, du bist schon Steinmetz, Eisenschiffer. Ja, und ich glaube, du kannst auch demnächst mal aufhören, Geschirr herzustellen und mal wieder Leben sammeln. Und ich glaube, der Schuster macht auch gerade genug Schuhe.
Na gut, dass wir das Paar noch herstellen. Okay, Eisen wird geschürft. Ich suche meinen Kundschafter. Der ist da. So, und da ist nimmt seinen aktuellen Gang, seinen gewünschten. Wie hier einfach mal vereinzelte Birnbüsche rumstehen. Naja, das kommt uns zugute eigentlich. Da kann wieder jemand trainiert werden. Der Bierbrauer dieses Mal. Ja, ja. Ja, gut. Und wir haben den Eisenschürfer fertig. Gut. Eisenschmelze. Müssten wir was schon hier hinstellen, weil hier oben macht sie nicht so viel Sinn. So, wir haben 8 plus 9, 10.27 Speere haben wir. Das heißt, wir brauchen noch 3. Du schürf erstmal weiter fleißig Eisen. Noch brauchen wir die Eisenschmelze nicht. Okay. Hier scheint wirklich alles eingegrenzt zu sein, hm? Ja. Ja. 28 Speere bis jetzt. Oh, er muss beten. Okay.
Hier gibt es noch mal etwas Nahrung, die ich abgrasen kann für meinen Kundschafter.